Gemütlich mit der Regionalbahn durchs Land. Und damit hallo und herzlich willkommen im Train Simulator auf dem Brennitzer Linienstern. Hallo Kollege, heute bringst du eine Regionalbahn von Klosterheim St. Ludwig nach Brennitz Nord. Leider gibt es eine Oberleitungsstörung hinter Martinsheim, sodass dieser Umlauf vorzeitig dort endet. Ein Schienenersatzverkehr ist für die Fahrgäste eingerichtet. Lass nun die Fahrgäste einsteigen, bevor du abfährst. Und damit viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Doppelstock-Steuerwagen. Es geht heute in geschobener Version über die Strecke Brennitzer Linienstern. Und ja, die Türen des Doppelstockzuges werden wir zu guter Anfang erstmal öffnen und unsere lieben Fahrgäste einsteigen lassen. So, die hüpfen ganz kurz rein. Und dann, ja, startet unsere Reise in Klosterheim St. Ludwig. Ganz kurz mal gucken, was die Lokomotive hinten macht. Nämlich aktuell noch nicht ganz so viel. Der Stromnummer ist zwar schon gehoben, der Hauptschalter hoffentlich auch schon eingeschaltet. Da gucken wir gleich mal nach. So, Fahrtrichtungswende kann nach vorne verlegt werden. Wir schalten uns die PZB noch ein. So. Scheibenwischer brauchen wir aktuell nicht. Genau, Hauptschalter und Stromnummer sind eingeschaltet bzw. oben. Und dann können wir uns eigentlich schon vormachen zum Schlüsselschalter. Und dort öffnen wir einmal die Schlüsselklappe, drehen den Schlüssel um und sehen zu, dass sich der Bahnübergang dort vorne schließt. So, der Sicherungsvorgang wird eingeleitet. Die Schranken gehen gleich runter. Genau, auch schön mit der WIP-Funktion. Auch für unsere lieben Leute auf dem Gehsteig heißt es hier warten. Genau. Und wenn der BÜ geschlossen ist und gesichert, dann wird hier oben das Signal BÜ1 leuchten. Oder beziehungsweise blinken eben in dem Fall. Gut, Türen sind noch geöffnet. Die brauchen noch ein paar Sekündchen. So, dann würde ich mal sagen, können wir aber schon die Zugbremse lösen. Die Lokbremse oder ja, Steuerwagenbremse lege ich an der Stelle trotzdem an, damit wir hier nicht wegrollen. So, der Zugchef pfeift. Drei Spitzenlichter einschalten. Zugzielanzeige bleibt heute aus, nicht wundern. Und irgendwo geht hier immer wieder so ein Autoalarm los. Ja, da muss sich einer in der Gegend mal um sein Fahrzeug kümmern. So, wir sind im Wechselblinken, also VMAX 45 theoretisch. Wir quittieren das Ganze und beschleunigen auch Streckenhöchstgeschwindigkeit. Einmal mit der Freitaste raus. So, dahinter das Überwachungssignal blinkt auch schon, wunderbar. Dann können wir beschleunigen. So, Walderkirch Gleis 1, nächster Halt in 4 Kilometern. So, da müssen wir so echt ein bisschen sputen. Auch hier BÜ1, alles gut. Liebe Fahrgäste, aufgrund einer Oberleitungsstörung auf der Linie RB12 fahren zwischen den Haltestellen Martinsheim und Lemswald Busse statt Bahnen. Mehr Infos an den betroffenen Haltestellen und unter bahn.de. Ja, Schienenersatzverkehr haben wir heute auch mit dabei. Also eine, naja, doch etwas realistischere Situation. Die Strecke selbst, die ist gar nicht mal so realistisch, die ist nämlich frei erfunden. Und zwar ja, gibt es den Brennitzer Linienstern nicht wirklich in der Realität. Die Ortsnamen mögen zwar teilweise auch wirklich vorhanden sein, aber die Gestaltung der Bahnhöfe, die Gestaltung der Umgebung, auch hier drüben mit den schönen Heißluftballons, wovon sogar einer gerade abhebt, die sind frei erfunden. Da gibt es, ja, keine realen Vorbilder, die das in dem Sinne jetzt hier 1:1 nachbilden. Auch wenn sehr, sehr schöne Streckenelemente auch teilweise in der Realität vorhanden sind, wie die Hohenzollernbrücke zum Beispiel, die wir auch hier finden können auf der Strecke, die man ja in der Realität aus Köln kennt. Aber all das, ja, wurde hier rein fiktiv zusammengesetzt und darf eben in der Spielwelt, ja, der freien Fantasie Lauf lassen. So,
So, zweimal pfeifen. Dadurch wird der Bahnübergang ja, quasi gesichert. Es handelt sich dabei um einen nicht technisch gesicherten Bahnübergang. Aber er ist eben durch das naja, Pfeifen, ja, wird er quasi abgesichert. Also akustisch. Ich habe auch gesehen, da war auf der einen Seite so eine kleine Sperre drin. So, die Rautentafel. Eigentlich soll das BÜ-Signal jetzt anspringen. Das tut es auch. Nächster Halt, Walderkirch. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Okay. Auch hier geht es nochmal 60 weiter. Und dann dort vorne, so wie ich es aktuell sehen kann, Halt erwarten, VR0. Genau, die kleinen Tafeln mit den Rauten drauf sind in dem Fall keine ja, Signalscheiben dafür, dass wir eben Rangierfahrten durchführen dürfen. Die gelten an der Stelle für die Bahnübergänge und zwar als Einschaltpunkte für die BÜ-Signale und auch ja, für die Übergangssicherungsmaßnahmen. So, PZB wachsam. Das sind eben die Punkte, an denen die Bahnübergänge quasi detektieren, okay, hier kommt ein Zug und dann sollte in der Regel die BÜ-Logik einschalten und sagen, hey, ich habe hier doch was zu sichern. Ne, und wenn dann das BÜ 1 kommt, ist alles gut. Wenn der BÜ 0 kommt, dann müssen wir das BÜ-Signal quittieren und eben vor dem Bahnübergang anhalten. So, da vorne kommt schon das Hauptsignal. Da fahren wir etwas langsamer drauf zu. SH1 leuchtet, wunderbar. Ja, da müssen wir den Bahnübergang hier schnell freifahren, damit die lieben Autos dann noch weiter können. Und wir müssen etwas näher am Signal anhalten. Genau, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. So, schön bis nach vorne. Ne? Wir haben einen Steuerwagen. Aber da sollten wir auch natürlich aufgrund des Hauptsignals doch bitte so stehen, dass wir an der Bahnsteigkante, also am Bahnsteigende, zum Stehen kommen. Mit T öffnen wir die Türen, lassen die Fahrgäste einsteigen. In unseren knallroten, ja, oder... in unsere knallrote Regionalbahn, in unseren knallroten Doppelstockzug. Ich finde es auch immer so schön, dass hier vorne das ja, obere Licht vom Spitzenlicht, dass es so grün eingefasst ist. Ich kann mir immer gar nicht ausreimen, warum man das unbedingt an dieser Stelle grün gemacht hat, weil die Optiken oder die... Ja, die Optik selbst ist es ja gar nicht, aber die... Hintergrundbleche, die man da immer hineinschraubt, die sind ja in der Regel irgendwie weiß oder dunkel, aber grün bei einem ja, Regionalzugkonzept, was eigentlich auf den Farben Rot, Weiß und naja, wahrscheinlich einem Grauton eben beruht, das erschließt sich mir so gar nicht. Finde ich immer ganz nett, dass man das bei der Steuerwagenbauart so mit eingebaut hat. Weil auch von den anderen Steuerwagen kennt man das ja so gar nicht. Also grün jetzt als Farbton ist da auch in Deutschland doch relativ ungewöhnlich. Und stellt da eher ja, eine Besonderheit dar. Walderkirch. Und auch hier sieht man sehr, sehr schön in dem Bahnhof, dass man sich einfach richtig Mühe gegeben hat. Hier drüben so einen alten Güterwagen mit hingestellt. Wahrscheinlich noch aus Bundesbahnzeiten. Genau, der DB-Keks ist sogar noch mit dran. Der ist sogar hier teilweise durchgerostet. Also einfach diese kleinen Details, dass man die auch mit umgesetzt hat. Und ja, sich auch wirklich Mühe gegeben hat dabei, dass eben die Objekte in die Landschaft reinpassen und eben auch diese ja, Detailausgestaltung wirklich vorgenommen hat. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. So, unsere Türen schließen sich schon. Der Zugchef hat mitgedacht. Der hat nämlich den einfahrenden Zug gesehen und möchte dann, dass wir schneller abfahren können. Der BÜ hier hinten ist mittlerweile wieder gesichert, weil eben jetzt der andere Zug einfährt. Und, na gut, für den steht auch die Ausfahrt schon, deswegen ja, muss halt der BÜ gesichert sein. Falls der Kollege aus welchen Gründen auch immer doch nicht dazu bereit ist, am Bahnübergang, nicht am Bahnübergang, am Haltepunkt, nicht am Haltepunkt,
am Bahnhof, am Bahnsteig anzuhalten. So, jetzt haben wir es. Dass er da eben nicht dran vorbeischießt und dann plötzlich auf dem BÜ steht und die Autos aber noch fahren wollen. So, der 500er ist an. Das heißt VMAX 25. Wenn der dann wegfällt, dürfen wir auf 45 beschleunigen, theoretisch. Jep, genau. Und am Ende des Weichenbereichs geht's dann wieder hoch. Ich meine auf 60 erstmal. Genau. So, aus dem Weichenbereich sind wir raus. Ne? Die Lokomotive hinten hat den Zug schon aus dem Weichenbereich herausgedrückt. Und dann geht's weiter. Das ist eben auch so ein bisschen der Vorteil an einem Doppelstockzug. Die Zuglänge wird ja gewissermaßen eingeschrumpft dadurch, dass wir eben mehrere Etagen haben, wo sich die Passagiere aufhalten können. Und für Strecken ohne Tunnel, ohne irgendwelche ja, Einschränkungen in der Höhe, sind Doppelstockwagen auch wirklich gut geeignet. Aber überall da, wo es Tunnel gibt, zum Beispiel auf ja, vielen S- oder U-Bahn-Strecken, sind die Doppelstockwagen gar nicht einsetzbar. Beziehungsweise eben da, ja, wo es durch sehr bergiges Land geht, ja, da machen sich eben Doppelstockwagen, wie gesagt, aufgrund der Tunnel in der Regel nicht so gut. Weil die halt einfach nicht durchpassen. Bei neueren Tunnelbauten wird das mit berücksichtigt. Da gibt es ein einheitliches Lichtraumprofil, was da hineinpassen soll und muss. Aber gerade auf älteren Strecken, wo eben die Tunnelbauwerke jetzt nicht, ich sag mal, aus den letzten 10 oder 20 Jahren sind, da wurden die Tunnel eben nicht unbedingt so gebaut, dass da Doppelstockwagen hindurchpassen. So, was haben wir denn hier vorne? Einen Brand neben der Strecke. So, weil ich gerade nur den Schlagbaum gesehen habe, der dann noch nach oben ging, wusste ich jetzt nicht, ob der BÜ gesichert ist oder nicht. Da ich aber auch nicht rechtzeitig davor hätte anhalten können, geben wir einfach ganz kurz einen Warnpfiff ab. Und brausen da hindurch. So, 60 wollen wir fahren, nicht 66. Deswegen hier mal etwas mit der elektrischen Bremse reinbremsen. Auch wenn ich gar nicht verstehe, warum man hier nur 60 fahren darf. Aber wahrscheinlich hängt das einfach mit dem Oberbau zusammen. Mit dem Alter des Gleises vielleicht. Und was wahrscheinlich auch maßgebend dafür ist, die Schönheit der Strecke. Man soll das hier einfach so ein bisschen genießen und nicht einfach durch die Landschaft hindurch brausen. Ne? Wie die Familie hier unten, die wahrscheinlich ja, so ein bisschen einen kleinen Tagesausflug macht. Sonnenschein und Frühlingsgefühle sind ja hier wirklich da. Alles blüht wunderschön. Das können wir von der, naja, aktuell winterlichen Stimmung draußen vor der Haustür, zumindest in Deutschland und Österreich und der Schweiz, nicht so behaupten. Da sieht es nicht ganz so grün aus, sondern ja, in einigen Teilen des Landes doch schön weiß. In anderen Teilen naja, etwas matschiger, etwas grauer. Aber ich sag mir gerne, über den Wolken scheint die Sonne jeden Tag, von daher nicht runterziehen lassen vom Wetter. So, da ist er, unser nächster BÜ. Was machen die denn da drüben eigentlich? Ach, da ist ein Baum umgefallen und wahrscheinlich ja, hat sich der Förster jetzt hier eine Motorsäge geschnappt. Nächster Halt, Waldheim St. Hubertus. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau, und zerschneide da den Baum, dass eben die Straße, der Feldweg, wieder freigeräumt wird. So, wachsam für Waldheim St. Hubertus, für die Einfahrt. Hui, hier dürfte man nochmal theoretisch 100 fahren.
Also erstmal sowieso nur 85, weil die 1000-Hertz-Beeinflussung natürlich aktiv war. Wir fahren auch hier die 100 nicht aus. Wir gehen ganz kurz hoch auf die 80. Aber auch nur deswegen, damit wir hier eben ja, so ein bisschen Zeit wieder hineinfahren. 11.52 Uhr, 11.53 Uhr ist die Ankunft geplant. Wir haben es... Ja, Korrektur, nicht 11 Uhr, oder? So, erstmal müssen wir wieder reinbremsen, dass wir auf die 60 kommen. Und dann halt erwarten. Genau, 16.52 Uhr Ankunft, 16.53 Uhr Abfahrt. Also gut noch 2,5 Minuten, bis wir im Bahnhof sein müssen. Oh, sehr schön. Eine Paralleleinfahrt. Wobei, gut, er wird sich wahrscheinlich hier schon dauerhaft im Bahnhof befinden. Das wird einfach nur das Anschlussgleis sein, was hier drüben abzweigt. Aber eine schöne V90 294 von der Ex-Bundesbahn. Auch ein sehr schönes Fahrzeug. Müssen wir auch mal noch fahren. Oder mal wieder, besser gesagt. Ne? Da oben steht schon die nächste und entgegen kommt uns auch noch eine V90. So, auch hier die Bremskurve bei der 500 Hertz. Beeinflussung von 65 runter auf 45. Und dann ja, müssen wir sowieso zum Stillstand kommen. Der bremst sich wirklich wunderbar. Also da kann man sich echt nicht beschweren. So, die Fahrgäste hüpfen rein. Und wir gehen mal ganz kurz rüber zur V90. 294 von Railion hier in dem Fall. In dem neu roten verkehrsroten Lack. Das wäre zum Beispiel auch mal noch was für die Modelleisenbahn. So eine schicke V90. Ich habe eine aus der Goku Playtime-Version. Aber die ist halt so, ja, von den Details nicht ganz so filigran. Wofür aber eben auch die Playtime-Serie bekannt ist. Also darauf war ich vorgefasst. Das war keine bittere Überraschung damals. Sondern, ja, davon war auszugehen. Aber das wäre auch mal noch so ein richtig schönes Fahrzeug, mit dem ich mich auf der Modelleisenbahn anfreunden könnte. Und weil auch oft wieder die Fragen kamen, hey, wann kommt denn mal wieder ein Modelleisenbahn-Video? Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass es immer ziemlich viel Zeit braucht, bis eben A, da die Szenen aufgenommen sind, B, ist die Modelleisenbahn doch etwas kleiner und ja, da lohnt es sich eigentlich erst dann wieder ein Video zu machen, wenn da sich ein bisschen was am Baufortschritt getan hat, beziehungsweise wenn eben ja, irgendwie ein, zwei neue Fahrzeuge dazugekommen sind. Und Modellbahnfahrzeuge sind eben auch nicht ganz preiswert. Deswegen, ja, muss man sich da etwas gedulden. So, wir wollen auf 60 hoch. Und dann geht's weiter mit 100. Ich weiß es gar nicht, ob wir die 100 hier eigentlich schon fahren dürfen. Aber komm, wir gehen erstmal direkt auf die 100 hoch. Weil hier wurden uns ja gerade auch schon im Weichenbereich angezeigt. Ja, die P-Tafel war ordentlich zugestaubt. Die war witterungsbedingt schon sehr zugesetzt. Da müsste man die DB-Netz vielleicht mal informieren, dass die da das Täfelchen putzen, weil das ist schon fast gar nicht mehr erkennbar. Das dürfen dann wahrscheinlich die Kollegen von der Leiter- und Sicherungstechnik machen. Signaltafeln putzen. Ich weiß gar nicht, wie das in echt geschieht, wer dafür zuständig ist. Also ich habe das BU-Signal gerade nicht gesehen, deswegen einfach mal prophylaktisch wachsam drücken. Hier blinkt es auch, alles gut. Das war ja nochmal der Wiederholer.
So, wo dürfen wir denn als nächstes anhalten? In Radwald auf Gleis 2 in roundabout 4 Kilometern. Oh, guck mal, da oben sogar ein Flugzeug. Da ist es. Genau, ein Segelflieger. Da wird bestimmt auch hier irgendwo wieder in der Umgebung ein Segelflugplatz kommen. So, langsam Fahrt 80. Nehmen wir schön die E-Bremse. Regulieren da einmal auf unter 85 runter. Schon auch wieder sehr, sehr schön. Die offenen Güterwagen, die mag ich ja auch wirklich sehr. Ich glaube, die sind vom Typ FAD, wenn ich... Oder nee, FAS, Korrektur. FAD sind ja, also diese Bauform da hinten. Aber die kann man eben über die, ich weiß gar nicht, Hydraulik- oder Pneumatikzylinder auf jeden Fall in beide Richtungen kippen. Also sowohl nach rechts als auch nach links. Die haben da eben so große Betätigungszylinder unter der Ladefläche unten drunter. Und damit eignen die sich eben auch wirklich. Nächster Halt, Radwald. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ideal, gerade für Baustellenverkehre, wenn man da Schotter oder so drauf lädt und dann kann man eben schön steuern, okay, ich möchte ihn jetzt nach rechts oder nach links rausgeben, wo dann der Bagger meinetwegen den nur noch breitziehen braucht an die richtige Stelle. Ja, das klappt eben mit diesen Wagen wirklich ziemlich gut. Und die Seitenwände, die lassen sich dann auch, ich glaube, einmal nach oben und nach unten wegklappen. Da muss man dann am Anfang mal ein bisschen aufpassen, weil dann ja, kommt erstmal so ein ganzer Schwungschotter rausgehüpft. Da braucht man die noch gar nicht ja, neigen. Da fällt er schon an der Seite dann raus. Das ist immer mit ein bisschen Vorsicht verbunden, dass da natürlich keiner steht in dem Schuttraum. Weil so ein Ladungsschotter, oder eigentlich egal was es ist, selbst wenn das nur Sand ist und der kommt in einer großen Menge, man kann davon wirklich erschlagen werden. So leicht wie Sand sein kann, wenn man den in die Hand nimmt und irgendwo rumwirft, aber eben diese Masse, das große Volumen, was da auf einen einbricht, das ist in dem Fall eben ja, das Gefährdende. So, hier schön nochmal die Personen aufwecken. Direkt neben einem Wohnhaus. Ist schon etwas böse, wenn man da einfach so pfeift. Nee, sollte man natürlich in der Realität nicht machen, weil du weißt nicht, wer da vielleicht gerade aus einer Nachtschicht zurückkommt oder wo vielleicht irgendein Säugling schläft, etc. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dass man da sinnlos rumhupt in der Gegend. So, dann einmal Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wieder schön weit vorne halten. Genau, es quietscht. Wunderbar. Türchen auf, Fahrgäste raus. Und dann geht's gleich weiter. Die Lufthansa. Ja, das wäre halt auch mal was, was mich so richtig reizen würde. Mal eine Runde mit so einem richtig, richtig großen Triebwerksflugzeug zu fliegen. Am liebsten halt so eine schöne Boeing 747 oder A350neo. Also vielleicht auch mal so eine Runde, ja, wieder im Flugsimulator zu drehen. Das hatten wir ja schon. Ja, das ist jetzt. Wie lange ist das eigentlich her? Mindestens 2 oder 3 Jahre, würde ich meinen. Wo wir mal eine Runde in Aerofly geflogen sind. Ich weiß gar nicht mehr, was das damals für eine Maschine war. Oder was wir für eine Reiseroute hatten. Aber wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare hinein. Das wird zwar keine, ja, ganz so, ich sag mal, anspruchsvolle Tour werden, wie das vielleicht bei der Eisenbahn hier immer ist. Und das wird dann auch sehr, ich sag mal, lässig ablaufen. Aber
ja, so eine kleine Abwechslung mal für zwischendurch. Jetzt nicht irgendwie als Serie geplant oder so, sondern einfach mal nur so ein oder zwei Flüge. Wenn da eben Interesse daran besteht, könnte man mal ausprobieren. So, ich ahne da schon etwas. Wenn ich den nächsten Markierungspunkt sehe. Ja, ist jetzt natürlich schade, dass ich da reingeguckt habe, aber man will natürlich wissen, wo man als nächstes anzuhalten hat. Na gut. Gucken wir mal nicht genauso hin, wo da jetzt die Kilometrierung auch noch steht. Da lassen wir uns ein bisschen vom Zufall überraschen. Und dann geht es mit 100 weiter. Leistung aufschalten und ab die Post. Das ist wiederum so ein bisschen der Vorteil, ne? Bei Lokomotiven mit Schaltwerk. Bis das Schaltwerk hochgelaufen ist, da können wir in der Regel schon am LF-Signal die Leistung aufschalten. Und der Zugverband ist dann in der Zwischenzeit sowieso dran vorbeigerollt, bis man über die aktuelle zulässige Höchstgeschwindigkeit hin drüber beschleunigt ist. Der Simulator meckert jetzt natürlich, weil wir 1-2 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit drüber sind. Aber das muss das Fahrzeug abkönnen und auch die Strecke. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man da, ich sag mal, bis 100 fahren kann und bei 102 oder 103 entgleist man sofort im Gleisbogen. Da gibt es extra auch gewisse Toleranzwerte, aber die sind auch nicht dafür da, dass man die, ich sag mal, ausreizen soll. Was dabei entstehen kann, ja, das haben wir bei diversen Eisenbahnuntersuchungsberichten bereits sehen können und natürlich auch bei den Unfällen. Und das Schadensmaß bei der Bahn ist, wenn es zum Unfall kommt, speziell bei einer Entgleisung, ich würde mal sagen, in 80-90% der Fälle dann doch ziemlich groß. Natürlich immer abhängig von der Geschwindigkeit, klar, auch bei Rangierfahrten etc. Kann es öfters mal dazu kommen, dass eben Wagen rausspringen, gerade in Rangierbahnhöfen, an Ablaufbergen und so weiter. Das sind immer ja, bekannt berüchtigte Punkte für so, ich sag mal, kleinere Entgleisungen, kleinere Unfälle. Die hat man da auch ziemlich schnell ausgebessert, aber hier auf der offenen Strecke, wenn da ein Fahrzeug bei 80 oder 100 entgleist oder Geschwindigkeiten jenseits dieser Höhe, dann ist das Schadensmaß in der Regel sehr, sehr groß. Und gerade bei Personenzügen, brauche ich nicht erklären, sind dann eben auch Personen davon betroffen. Und das gilt es ja, strengstens wirklich ja, zu vermeiden. Und gerade wenn man das jetzt auch mal infrastrukturseitig betrachtet, dann haben wir natürlich auch immer ein riesengroßes Schadensmaß an der Strecke. Nächster Halt, Martinsheim. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Zur Weiterfahrt in Richtung Brennitz Hauptbahnhof steigen Sie bitte in den Schienenersatzverkehr um. Dieser Zug wendet und fährt zurück nach Klosterheim St. Ludwig. Alles klar. Genau, gerade wenn man es infrastrukturseitig auch mal betrachtet, wir haben hier Betonschwellen. Mit anderen Worten, wenn unser Zug rausspringt, dann heißt das zwangsläufig eins, nämlich, dass Sie diese Betonschwellen auch auswechseln dürfen. Weil die dann eben brechen und zerbrochene, kaputte Schwellen, die möchte keiner verwenden. So, lass mal hier auf die 40 runter, dann wachsam ziehen. Genau, dann kommt noch dazu, wir haben hier Oberleitungsanlagen. Also lass jetzt mal das Fahrzeug ungünstigerweise noch irgendwo gegen so einen Mast prallen. Das Fahrzeug wird das wahrscheinlich in Anführungszeichen ziemlich gut verkraften und ziemlich gut wegstecken können. Der Lokführer sollte da eigentlich auch bei einer Kollision mit dem Mast jetzt nicht wirklich direkt Schaden davon tragen. Kommt natürlich auch mal drauf an, was ist es für ein Mast, aber so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, einfacher Gittermast. Was sollen wir denn hier anhalten? Der BÜ ist gesichert. Wir halten ganz kurz an, damit hier die erfolgreiche Meldung durchkommt.
Eigentlich brauchen wir hier nicht anhalten. Das BÜ-Signal hat geblinkt. Es gab BÜ1. Es ist alles gut. Aber wir können es natürlich auch noch... Also wir könnten uns jetzt hier natürlich einen Schlüsselschalter stellen, ne? Schlüssel reinstecken, umdrehen, warten, bis es BÜ1 angeht und dann weiterfahren. Ist aber an der Stelle unnötig, wie gesagt. BÜ1 hat geleuchtet, der BÜ ist gesichert. Alles gut. Also es geht ja auch dabei gar nicht um den BÜ hier, sondern um den, der dann wahrscheinlich da vorne folgt. Kommt drauf an, was steht am BÜ dran. Ja, 36,9, 37,7. Das ist eben der hier für 37,7. So, ja, Leistung aufschalten. Haben wir jetzt den Zug kaputt gemacht? Nee. Ja, ganz kurz nochmal zurück zu der Thematik. Kollision mit dem Masten. Der Mast wird wahrscheinlich umknicken. Die Oberleitung fällt runter. Dann sollte man auch daran denken, hey, da oben fließen ein paar tausend Volt oder liegen ein paar tausend Volt Spannung an und da fließen auch ein paar hohe Ströme. Also auch das wäre nicht ganz so angenehm. Und ja, summa summarum sollte man einfach solche Unfälle vermeiden, denn die Wiederinbetriebnahme, Kosten, Reparaturkosten etc. Und gerade auch die Kosten, die entstehen durch diesen Ausfall, weil eben keine Züge fahren können, die sind von einem großen Maße und die möchte am Ende eigentlich keiner tragen. Weder die Versicherung noch das Eisenbahnverkehrsunternehmen noch der Infrastrukturbetreiber. So, wieso denn das jetzt? Wo kommt denn jetzt diese Zwangse her? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich meine, der Zug ist sowieso optimal geparkt. Wir öffnen die Türen, lassen unsere Fahrgäste aussteigen. Und dann würde ich mal sagen, dann war es das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und für das Interesse an dieser Fahrt. Wünsche auch weiterhin viel Spaß auf dem Kanal. Wer das Video mag, gerne ein Däumchen nach oben geben. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und in dem Sinne sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.